bei Team Skimbo und die erste Map gewinnen konnte. So, Clave findet den ersten Frag. Clave mit dem zweiten. Schöne Taps gegen Meineck. Ja, und dann Schlatt. Er steht jetzt hier auf dem Spot. Er kann mit der Glock nochmal einen machen, aber danach fällt er. 3 gegen 2 Situation. Headshot nochmal gegen die große Rampe. Auch da nochmal einen Frag und Legendecker 2 machen. 1 gegen 1 Situation. Kein Diffuse geht da. ND, da weiß jetzt zumindest, wo Legend ist. Kann ihn rausnehmen und reicht die Zeit. Das ist jetzt die Frage. Reicht die Zeit, das scheint so noch durch zu... Ja, geht noch durch, erste Runde für Team Skin Baron. Und das startet doch schon mal recht gut für die Barone. So, und was kauft man jetzt? Meine verlierte Runde. Kauft sich ein paar D-Gets. Zurück auf die 2000 runter. Auf der Gegenseite, da haben wir zweimal die AUK, einmal die UMP, einmal die Farmers und die XM bei Input G, die wir ja eben gerade auf Nuke auch schon mal gesehen hatten. Und was baut man jetzt auf bei Team Skin Baron? Am Anfang viele Leute Richtung A, das wird dann doch zu heiß. Input G steht da genauso wie Printcheck am Shingle Peaken, einfach um die Information zu holen. Und dann wird erstmal ein bisschen durch die Smoke geschossen, und zwar von beiden Seiten. So, wieder ein bisschen Schaden verteilt, diesmal gegen Legit. Clave soll jetzt irgendwie rausgesmoked werden. Und das ist natürlich jetzt verdammt schwer für Meineck, da irgendwie die Eröffnung zu finden. Auch von Lapex, der kriegt ordentlich Schaden, jetzt wird er sogar rausgenommen. Ah, Prinket, der hat ein schönes Time, der kriegt den ersten. Die zweite Digga, die ist natürlich auch bekannt, auch die bekommen sie raus. Hinterm Red, da steht noch Legit. Oh, was ein Schuss gegen Printek! Im Laufen kann er den da wegdrücken. Und es heißt Retake für Team Skin Baron. Und es ist die 2 gegen 2 Situation. Sorens hat mittlerweile einen AUK gefunden. Und das ist hier tatsächlich möglich. Ein Spieler da hinten, ja, kriegt den Spieler im Sandwich. Sorens, der ist bekannt. Clave muss gegen ihn ran. Und er zieht sich zurück. Das holt wahnsinnig viel Zeit raus. Kein Diffuse Kit bei Clave. Er braucht also noch 10 Sekunden. Vielleicht, ob er noch eins findet. Er diffuse das Ganze an. Meineck muss jetzt natürlich nach vorne. Würde da den Kamerad sagen, sie Bombe wird eventuell defused. Man kann oder man muss davon ausgehen, dass ein Defuse da ist. Clave hat natürlich jetzt auch eins gepickt. Und dann der geht der Defuse durch. 2:0 für Team Skin Baron. Und Meineck, die dürfen jetzt die Waffen kaufen. Dreimal die Krieg bei Meineck, zweimal die AK, auf der Gegenseite haben wir wieder die XM bei Impulsi. Vielleicht Richtung Ivy, um den erstmal einzunehmen. Da steht man eher defensiv bei Printek mit der M4. Und erstmal wird Raum eingenommen. Langsamer Aufbau von Meineck, es scheint aber wohl der A-Spot
zu werden. Man baut es hier auf. Zwei Spieler davon, Pop-Doc. Danchka pickt jetzt hier die Bombe, kriegt noch Support von Legit und ACN. Wir sehen hier gerade, der sich langsam Richtung Ivy vorarbeitet. Smoke Richtung Pop-Doc. So, und Brindig, der findet erstmal ein Opening Frag gegen ACN. Der Ivy-Spieler damit rausgenommen. Und aber checken sie da jetzt Impulschi, damit der XM in der Ecke steht. Der kann einen machen. Jetzt dreht er sie um. Sie kriegen ihn raus. Claved aber mit der Auge auch noch da. ND von hinten. Und was ein Zugriff von Team Skimmer. Und dritte Runde für die Jungs. Ja, und Meineck kommt da zwar auf den Spot drauf, aber wird dann einfach komplett auseinandergenommen. Team Skimmerun hatte zu viel Information, kann schon von hinten kommen. So, jetzt kriegt erstmal einen Tap ab, Clave setzt direkt nach. Und damit also ein Spieler erstmal rausgenommen. Und natürlich kann Meineck jetzt nicht kaufen. Die haben nur kleinen bei. Ja, ND dreht sich nochmal rum. Der hat da den Schaden vom Molotov natürlich gehört. Aber jetzt sieht man, wie gefährlich halt doch der Ivy ist, wenn man gegen die jetzt spielt. Left kann ACN wenigstens rausnehmen. Und so ist es natürlich jetzt schwer für Meineck, jetzt hier noch viel Schaden anzurichten. Beide Spieler sind gecallt. Beide sind bekannt. Man hat bei Legend noch eine AK und die ist doch nochmal erfolgreich. Impulse G-Fade. Und Lapex jetzt der Nächste, der Richtung B steht. Und er hat ein wunderschönes Timing gegen Danchka erwischt. Zwei gegen drei. Meineck, die gehen nochmal zurück Richtung A-Spot. Team Skinbaron, sie nehmen da beide Spieler raus. Sie gucken nicht Richtung Connector und Lapex kann deswegen das Duell gewinnen. Vierte Runde für Team Skinbaron. Aber zumindest die Waffenrunde für Meineck. Und das war sehr, sehr viel Schaden, den man bei Meineck anrichten könnte. Mit nur den Deagles zwei Kills gemacht. Krieg bei Lapex. Konnte er mitnehmen. Und jetzt gehen wir hier eine entscheidende Runde. Jetzt bedeutet es hier, die Runde zu gewinnen, für Meineck jetzt doch nochmal reinzukommen. Risk 17 AP. Ich setze mich sofort in der Pause an das Problem dran. Danchka. Diesmal passe mit der AWP auf. Printect kann ACN rausnehmen und das ist halt erstmal viel Schaden, den man sich hier gegenseitig verteilt. Am Ende ist es Team Skimbaron, die mit einem Spieler weniger nach vorne gehen müssen. Danchka wird aber rausgenommen. Das war die AWP. Saurins mit der K mit Diamond, aber auch der fällt sofort. 2 gegen 2 Situation. Es heißt retaken. Da ist ein Diffuse-Kit dabei gleich von Printek. Schaut euch diesen Laufweg an. Das ist ein leichter Frag für ihn. Macht den ersten Reset da auch. Printek holt die Runde. Fünfte für sein Team. Und Claved hat nun kurz geschaut, wo die AWP ist. Die wird jetzt mitgenommen, um dann auch die weiterzugeben an Lapex in der nächsten Runde. So, vielleicht jetzt nochmal Feedback geben, wie es ist. Ich hoffe, nicht allzu schlecht. Sorry, der findet einen Opening Frag. Der war schnell raus.
gegangen. Claved aber sofort wieder da für den Refact. Und diese Refacts, die sitzen einfach bei Team Skin Baron. Ein Puccia mit der M4 macht auch wiederum 4 Schaden. Ah, legit. Das vielleicht jetzt nochmal ein schöner Schuss. Aber es ist halt einfach, man kriegt mal eine Eröffnung bei Meineck und sofort ist ein anderer Spieler da, der den Ausgleich sofort wieder rausholt. Und so verliert man halt am Ende immer wieder diese Runden. RCN, der hat jetzt mal eine schöne Position. Und das könnte doch jetzt die erste Runde für Meineck werden. Es ist nur noch Printek mit der M4. Er hat einen Fuse, geht eine Smoke. Aber klar, das wird jetzt wahnsinnig schwer. Und er wird sich jetzt zurückziehen, die Waffen mit in die nächste Runde nehmen. So, kriegt nur die MVP mit. Erste Runde für Meineck. Okay, ihr müsstet vielleicht ab und zu mal Feedback geben. Ich habe jetzt eigentlich die Rauschunterdrückung hochgestellt, ein Noise Gate eingestellt. Ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen besser. Und währenddessen ich hier ein bisschen gefixt hat, hat sich meine komplett auf den A-Spot gestellt. Einfach komplett durch den Butchie, der will durch die Smoke. Und das ist mal eine schöne Runde von Meineck. Lapex mit der AWP ist der letzte Spieler und die wird auch wieder durchbringen wollen. Okay, das bedeutet ja schon mal, ich habe es etwas verändert. Ah, Lapex, der wird seine Waffe nicht durchbringen können, macht nochmal einen Frag danach. Dreht sich aber natürlich jeder zu ihm um. 5-2. Ihr stellt mich hier vor Rätsel. Ich würde sagen, ich mache das Game jetzt erstmal so fertig und dann in der Halbzeitpause schaue ich mir das nochmal genauer an. Um dann gegebenenfalls nochmal den einen oder anderen Fix hinzubekommen. So, die Ivy. Der Ivy wird erstmal eingenommen, eine kleine Flash, die man da wirft. Die Close-Position wird gecheckt. Oh mein Gott, ACL läuft in seinen eigenen Molotov, der kriegt noch ein bisschen Schaden. Obwohl 40 HP gar nicht zu unterschätzen sind, vor allem gegen die Pistolen. Und bei Meineck wird man jetzt auf den Stack stoßen. 5 Spieler von Team Skin Baron sind auf dem Spot verteilt. Und jetzt muss man da schauen, dass man da jetzt nicht in die Falle reintappt, weil das ist natürlich verdammt, verdammt schwierig. Selbst gegen die Pistolen ist das gefährlich. Popdoc, wollen sie jetzt erstmal konsequent einnehmen? 2 Molotovs werden dafür eingesetzt. Ja, Reese, der kriegt auch wieder ordentlich Schaden. Schon 100 HP Schaden bekommen, allein durch Molotovs. Und Printek, der wird jetzt hier ein super Timing haben. Sie kriegen ACN raus. Jetzt gehen sie tatsächlich nochmal Richtung B mit einem Spieler. Soll aber eigentlich Richtung A gehen. Die Nades fliegen jetzt. Es geht nach vorne. Lapex, der kann noch einen Kill machen. Wow, Skin Baron. Die könnten das jetzt tatsächlich holen. Den Pucci, der ist auch in der Smoke mit einem guten Timing. Könnte auch er da nochmal erfolgreich werden. Sorens, ja, der macht ein bisschen Schaden. Kriegt den Pucci raus. Der näht nach. Auch in der Smoke. Auch gekreuzt. Nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Das könnte mit der Bombe nicht hinhauen. Meineck, sie haben das mit der Bombe verpasst. Clave geht raus. Oh mein Gott, sie kriegen es nicht hin. Team Skin Baron gewinnt die Runde. Und Clave tut auch noch den Kill. Was ist denn da passiert?
Also damit, da hatte ich überhaupt keinen Fokus drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich war eher überrascht von den ganzen Pistolenkills und am Ende entscheidet man hier die Runde, weil man es verpasst, die Bombe zu holen. In solchen Runden kann es dann auch nochmal hektisch werden im TS, keine Frage. Sorens läuft durch den Molch auf 58 AP. So, Geschwindigkeitswechsel, aber diesmal Richtung B. Meineck, die arbeiten sich jetzt nach vorne. Pucci, der kriegt auch wieder ein bisschen Schaden durch die Mannschaft. Aber da sitzt halt einfach der Headshot. Dieses Aim von Team Skin Baron. Sie sind einfach momentan ein Level über Meineck drüber. Pucci kriegt den ersten. Das war eine schöne Support. Das war sogar eine Flash von Team Skin Baron. Dann kam sie wiederum nicht ganz so gut. Ja, und Clave kann eine machen. Oh mein Gott. Clave mit dem ersten RCND ist in der Smoke. Und Clave aimt das ab. Siebte Runde für Team Skin Baron. Ja, und man startet immer wieder gut bei Meineck. Aber am Ende ist es doch die Runde für Team Skin Baron. Der Retake einfach wunderschön ausgespielt. Team Skin Baron sichert sich die siebte. Und jetzt gibt es erstmal die taktische Pause von Meineck. So, die taktische Pause bleibt bestehen. Ja, Geld ist zumindest da bei Meineck. Die können kaufen, klar. Auch da wieder. Ja, da muss ein bisschen gespart werden bei den Jungs. Und solange hier die Warm-up. Die Freeze-Time noch läuft. Ausrufzeichen Feedback. Da könnt ihr mir Feedback schreiben. Was seid ihr von mir? Sowohl positiv als auch negativ. Damit ich mich natürlich auch verbessern kann. Das ist natürlich auch mein Ziel, warum ich das Ganze hier mache. Um besser zu werden. Und da könnt ihr euren Beitrag zu leisten. Indem ihr einfach mal in den Foren Fred einen kleinen Poster lasst. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Und Ausrufzeichen Caster. Da findet ihr meinen Twitter-Kanal. Und wenn ihr da mal reinschauen wollt, wäre das natürlich auch eine Ehre für mich. So. Drei Spieler von Team Skin Baron Richtung A unterwegs. Man findet den Opening Frag, aber auch sofort der Refrag hinterher. Aber es sind natürlich viele Informationen, dass da drei Spieler unterwegs waren. Richtung Ivy. Ja, diesmal rechnet sie richtig bei Meineck, dass da ein Spieler im Popdog drin ist. Brintec hat jetzt die Aufgabe, hier Ivy zu halten. So, sie smoken sich die rechte Seite. Oh mein Gott, Brintec hat so eine schöne Position. Legend aimt das zwar ab, verliert aber das Duell. Danja jetzt. Ja, der kann ihn rausnehmen. Und das war die Bombe, die da gesehen wurde. Sie gehen nach vorne. Und ND, da kann der einfach durch die Smoke sprayen. Ah, der kleine Rappe ist immer noch Kontakt. Wir schalten lieber mal darüber. Und von hinten kommt Danja. Und der ist natürlich gecallt. Sie wissen, dass er von da kommen könnte. ND guckt in die richtige Richtung. Spieler gesehen. Schaden verteilt. Beide Spieler vor Meineck low. Und sie rotieren doch nochmal Richtung A. Da steht Glaived. Der guckt aber nicht nach hinten. Wie kann er das jetzt nicht auf dem Schirm haben? Eben gerade hatten sie es noch. Das heißt Retake für Team Skimbo. Und diesmal geht die Bombe durch. Oh, schöne Flash. Er ist komplett blind. Und wie lange vor allem? Und Danja, der muss ins 1 gegen 2. Und Impucci, der hat schon den richtigen Weg. Geht da, Impucci, was ist das für ein Headshot? Achte Runde für Team Skin Baron. Und Meineck, die bleiben auf der 2 stehen.
Sie entfernen sich langsam. Der Sieg der Halbzeit ist damit schon mal sicher bei Team Skimmeron. Aber Hobacht, meine könnte mit 7 Runden halt immer noch sehr, sehr gute T-Seite spielen. Aber klar, dafür müssen sie jetzt alle übrig gebliebenen Runden auf ihrer eigenen T-Seite gewinnen. Und klar, das wird natürlich verdammt schwer. Vor allem keine AWP auf der Gegenseite hat man, die bei Lapex. Und Legit muss sogar auf die Galil. So, ein kleiner Tempowechsel, diesmal Richtung Main. Ein paar Nades fliegen, aber auch von Team Skimbaron fliegt ordentlich was gegen. Lapex dodge die Flash, macht den ersten Kinnadach, fällt der. Oh, und Printek, der wird auch rausgenommen. Schöne Opening Frags Richtung A-Spot. ND, der steht noch auf dem Spot. ACN kommt jetzt ein bisschen verzögert über den Ivy. Sie kriegen nochmal die 2 Kills. Impulchi, der muss gegen 2. Jetzt nur noch gegen einen. Impulchi gegen ACN. Bei ihm nur noch 14 HP. Auf der Gegenseite, wir sehen es hier. Impulchi, der hat noch 53. Er sieht ACN, macht den Frag 9. Runde für Team Skimbaron. Und es ist Meinik, die jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Die erste Map, den Nuke, hat man verloren. Ja, und jetzt könnte das hier auf Drain genau den gleichen Weg nehmen. Und da heißt es sich jetzt gegen wehren. Im Discord oder im Teamspeak nochmal alles geben, was man hat. Nochmal sich besprechen, okay, nochmal vielleicht runterkommen, irgendwie mental, dass man da noch nicht aufgibt. Aber Lapex, der geht einfach nach vorne und der macht den Kill gegen Legit. Damit erstmal die Vorteilssituation für die Jungs. Aber mit dem Skimbaron, wir gucken mal aufs Geld, die gute alte CT-Seite. Da fehlt auch ordentlich Utility, also auch nicht optimal dabei. Claved findet Grease, der macht aber nochmal zumindest ein bisschen Schaden. Gleich nur auf 66 HP. Das macht dann den Weg für die anderen Pistolen um einiges leichter. Auf dem B-Spot, da steht Impulchi mit Lapex. Der hat natürlich die AWP. Guckt hier die kleine Rampe hoch. Große Rampe hoch. Und bei Meinik arbeitet man sich erstmal aus den Pop-Tock. So, Spieler gesehen. Schon ein bisschen Schaden verteilt. Ein Kill. Ah, Danchka findet Glaives, aber Impulchi und Printek beenden dann die Runde. 10. Runde für Team Skimbaron. Und es wird langsam ruhig im Chat. Und das verstehe ich eigentlich nicht, denn Team Skimbaron, die haben natürlich noch Bock. Diese haben aber auch noch nicht Train gewonnen. Also da auch nochmal alles in Chat, was ihr habt. So, Meinek, dreimal die Krieg, zweimal die AK. Mit den Waffen heißt es jetzt, alles gegenzusetzen, was man hat. Nochmal zur Erinnerung, Train ja durchaus eine CT-Map. Aber man möchte natürlich auch nicht so viel verlieren. Schon noch in der Nähe von Team Skimmeron bleiben. Printex, seine Smoke, sorgt erstmal dafür, dass da Richtung Ivy keine Informationen gesammelt werden können. Und ND, seine Nate, macht ordentlich Schaden gegen Sorens. ND im Pop-Dog, der weiß natürlich jetzt, dass da Spieler sind. Der hört die Steps. Ja, und bei Meinek wird langsam aufgebaut. Die haben nur noch 45 Sekunden. Und das wird vielleicht entweder der Split oder der Fake. Nein, es wird der Split. Pop-Dog und Main werden parallel angespielt. ACN, der steht für die Flash bereit. Die soll jetzt kommen. Es geht also raus. ND, der steht natürlich immer noch im Pop-Dog. Jetzt bremsen sie doch nochmal ab. Clave hat auch eine schöne Position. ND wird nach vorne
Oh, vorne gemollied und trotzdem kriegt er noch einen Kill, haben sie nicht auf dem Schirm. Bläft mit der Auge auch nochmal erfolgreich. Was kann Lapex jetzt hier vom Spot machen? Oh, Impetschu kommt auch von hinten. Und mit 10 Sekunden auf der Uhr ist das zu knapp berechnet. 11. Runde für Team Skimmaron. Ah, und da kann man nicht viel zu sagen. Das ist einfach dominant von Team Skimmaron. Sie mollien da den Popdog, haben damit natürlich den richtigen Call. Der Spieler geht nach vorne, wird angeschossen. Danach zieht er sich zurück, guckt nochmal Richtung Main und findet nochmal einen Frag. Da muss nur ein Spieler kurz in der Main stehen, muss in die Richtung schauen. Und nur mal kurz antippen Richtung Popdog. Und schon würde dann dort der Spieler fallen. Man rechnet halt in dem Moment nicht damit. Und diesmal nimmt man den Popdog mal mit Geschwindigkeit ein. Und wieder ist es ND mit einer Position, die man einfach nicht erwartet. Und er macht 2 Frags. Der macht 3 Frags. ND hält erstmal den Go von Skimmaron ab. Von Meineck ab. Und dann wird auch noch unglücklich gereloadet. Und Danchka mit 38 HP ist jetzt auch Geschichte. 12:2. Wir gehen in die letzte Runde der ersten Halbzeit. Und ich habe noch eine schlechte Nachricht. Meine können nicht gut kaufen. Da fehlt wieder ordentlich Utility auf der Gegenseite. Da hat man natürlich alles, was man so benötigt. Alles am Start. So, und wieder. Ja, jetzt versucht man einfach es mit Geschwindigkeit zu lösen. Und vielleicht ist sogar jetzt Mitte, was man nehmen musste und es sogar funktioniert. Man findet den Opening Frag. Ja, und Danchka, der geht auch nochmal nach vorne. Ja, genau, so, diese offensiven Moves. Damit rechnet man nicht bei Team Skimmaron. Und so kann man erstmal die 3 Opening Frags machen. Danchka noch schon komplett ruhig gegangen. Auch damit wird nicht gerechnet. Ja, und jetzt bereut man vielleicht bei Team Skimmaron, dass man durch jeden Molotov auf der ganzen Map durchläuft. Denn so kriegt man 2 Kills quasi geschenkt, dadurch, dass die Gegenspieler low sind. Okay, der will jetzt einfach nochmal ein bisschen Schaden machen. Der kriegt sogar noch einen Kill. Ah, sehen auf der kleinen Rampe. Die Runde wird es wahrscheinlich nicht, aber... Jawohl, Danchka umläuft das Ganze auch schon. Damit geht die letzte Runde an Meineck. 12:3. Ja, und das war eine wahnsinnig dominante Leistung. Naja, ist es schwer, was drüber zu sagen. Wir gehen in eine ganz, ganz kurze Pause. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Und dann geht's natürlich auch sofort weiter.
So, herzlich willkommen zurück bei Team Skin Baron gegen Meineck. Hier auf Train, die erste Halbzeit, die ging 12-3 an Skin Baron. War eine sehr, sehr dominante Leistung und die dürfen jetzt als Terroristen weitermachen. Und Meineck, die müssen die jetzt natürlich logischerweise aufhalten. Danchka mit den Dual Berettas. Und ACN, der kauft eigentlich Utility, genauso wie Zorins. Der die Dual Berettas für den lieben Danchka gedroppt hat. So, der spielt jetzt alleine Richtung B. Der scheint die Waffen wohl recht gut zu beherrschen. Da vertrauen sie ihm nämlich schon sehr, sehr doll. Aber Team Skin Baron, die wollen einfach Richtung Ivy. ACN, der kriegt eine, wird aber auch sofort rausgenommen. Genauso wie sein Mate. Und das ist ein schneller Take Richtung B. Oh, Lapex, schöner Tap gegen Legit. Popdog fällt also auch noch. Ein Spieler am Connector, ein Spieler kommt auch noch vom Popdeck und klar, das wird wahnsinnig schwer für Meineck. Die Pisterunde, die wäre, wie eben gerade auf Nuke, wieder Pflicht gewesen, man kann sie nicht holen. Sorens nochmal mit einem Tap, aber Lapex, da geht gerade alles rein, der Mann einfach zu stark mit seiner P250. Da setzen sie auf das richtige Pferd, auch noch mit dem dritten, 13-3. Und ich würde jetzt fast sagen, dass Meineck hier den Forceball probiert? Nein, okay, sie scheinen wohl Eco zu spielen. Dann steht es natürlich immer noch 14-3. Dann, es wird dann natürlich wahnsinnig schwer, keine Frage. Es wird wahnsinnig schwer für Meineck hier nochmal ranzukommen. Aber man versucht es natürlich. Und das ist das richtige Mindset. Und das Team rund um ND möchte jetzt erstmal was Offensives spielen. Alle fünf Spieler von Meineck, die sind Richtung Ivy unterwegs. Die machen ordentlich Schaden. Lapex mit dem Molotov und auch mit seiner eigenen Waffe. Und auch das wird einfach wieder zerschossen. Nur ein Kill für Meineck. Das ist in Ordnung, aber auch natürlich nicht das, was man sich erhofft hat. Ein schöner Call. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Fünf Leute Richtung Ivy. Und dann dort stehen bleiben. Ja. So, jetzt aber die Waffenrunde für Meineck. Und jetzt steht es 14-3. Jetzt heißt es, hier im Spiel zu bleiben. Sich nicht selber auf mindestens eine Overtime zu zwingen. Weil Meineck müsste natürlich, wenn sie die Runde verlieren und danach alles gewinnen in die Overtime. So könnte man sie vielleicht nochmal retten. Sorry, der kriegt erstmal einen Opening Frag. Und auch noch die Information Richtung Ivy. Die Smoke ist schön getimed. Sie bängen da zu dritt durch, aber das macht ein guter Peak, der nicht. Printag findet aber währenddessen Legit und Lapex. Dieses Aim von dem Mann. Der kriegt da einen Asien. Kann aber den Refrag machen. Hätte den noch geholt, das wäre wirklich wahnsinnig stark gewesen. Impulsi. Er macht noch den ersten Kill. Printag. Der muss ins 1 gegen 1. Und Sorens, der kann es zumindest nochmal gewinnen. Also, vierte Runde für Meineck. Und sie wehren die Overtime dann doch nochmal ab. Beziehungsweise, was bedeutet Overtime? Sie wehren die 15. Runde ab und Forcebein direkt hinterher. So, die Deagle bei Impulsi, sonst zweimal Rifle, CZ bei Glaive und noch die SMG. Bei Lapex, so, es geht mal offensiv. Danchka findet auch noch ein. Aber die Trades, die fallen. 3 gegen 3 Situation. Endet das Ganze hier. Smoke Richtung kleine Rappe. So, Legit diesmal. Schön getimter Go. Gewinnt das Duell. Hat sogar noch ein Mate bei sich. Hier sind natürlich beide gecallt. Man weiß Bescheid. Deswegen nochmal die Rotation mit der Bombe. Gucken, ob sie da noch Richtung A gehen möchten. Claved erstmal noch auf der Suche nach einem Kill. Er sieht den Spieler, kann Schaden machen, reicht nicht für den Kill. Sein Mate geht Richtung A und sie finden Claved tatsächlich. Aber Lapex, der ist schon auf dem Weg Richtung A-Spot. Möchte es da jetzt probieren. Die Smoke fliegt, die Bombe, die wird gelegt. Lapex, der möchte ins 1 gegen 3. Alle drei Spieler kommen vom Connector. Ein Spieler wurde gesehen. Lapex mit dem ersten Kill. Aber Legit mit der EP9 regelt hier die Runde. Fünfte Runde für Meineck. Und Team Skin Baron wird in die Eco geschickt. Und das könnte dann tatsächlich sogar schon das 14-6 sein.
Meine kann kaufen. Team Skinbaron mit den nächsten Force. Klar, die können sich's leisten. Aber ob sie so irgendwann nochmal an Waffen kommen, ist natürlich fraglich. Vielleicht wieder in der Krieg. Also Loser-Bonus. Man baut sich natürlich langsam auch auf. 33 geplantete Gegner bei Legit? Wow, das ist schon sehr, sehr gut. So, Team Skinbaron, die möchten schnell Richtung B. ND mit seiner Mac 10 wird vorgeschickt. Sorry, es ist komplett Vollflash. Deswegen leichter Frag. Er pickt die Waffe oder auch nicht. Achtung, nicht verbrennen. Die Füße, die werden langsam warm. Jetzt geht er nochmal Richtung Bombe. Oh mein Gott, Auto Director. Es fällt ein Frag nach dem anderen ND. Der kriegt super sofort von Claved. Und es ist nur noch Reese. Und der muss jetzt hier die 15. Runde irgendwie abhalten. Wo sind die Gegenspieler? Aber keiner. Reese. Und von hinten ist Clave da und tatsächlich gewinnen sie diesen Force bei 15 zu 5. Und jetzt ist es soweit. Meineck steht mit dem Rücken zur Wand. Die müssen runter forcen. Die Gates werden gekauft. Dreimal, einmal die MP9 bei Sorens und die Scout bei Legit. Boah, ist hierhin schöne Schelle gegen ND. Die DG sitzt auf jeden Fall. Ja, Clave, der Molotov ist auch gut getimt. Kriegt er da jetzt Risk irgendwie raus? Der Spieler Richtung Ivy Court. RCN mit der erfischten Krieg ist auch schon Richtung A gegangen. Ah, Clave, der wird auch noch rausgenommen gegen Risk. Schöne Schelle da gegen ihn. Und jetzt kommt Lapex von hinten, aber auch der fällt gegen Asien. Und jetzt wird es tatsächlich vielleicht nochmal der Forceball für Meineck. Danschka macht nämlich auch schon sehr, sehr viel Schaden gegen Impuls G. Der ist auch nur noch mit 200 P unterwegs. 200 P unterwegs. Und Brintec und Impuls G sind die letzten beiden Überlebenden Asien. Er hat sich da schon in der Main bequem gemacht. Boah, schöner Schuss nochmal. Ja, und jetzt ist es halt auch schon nur noch dieses 3 gegen 2. Und das ist natürlich nicht die schlechteste Ausgangslage im Pucci. Der hat viele Granaten, aber nur noch 2 AP. Und genau das ist halt eben gerade der Schwachpunkt. Und wenn der jetzt hier in Danschka reinläuft, dann ist es natürlich verdammt gefährlich. Das wird der Kill sein. Genau, der erste Kill fällt. Printex, der kann zumindest refragen, aber Sorens, der ist auch sofort da. 15 zu 6, Meineck nochmal mit der Folgerunde. Und bei dem Skinbaron, da ist nicht genug Geld da. So wie ich sie kenne, wird das aber ein Force. Jo, die forcen erstmal eine Runde. Und Meineck hat deshalb wieder Waffen gegen sich. CZ bei Printec und die Digi bei LND. Auf der Gegenseite haben wir noch eine MP9 bei Legit. Und der Opening Frag für Team Skinbaron auf dem A-Spot. Nein, nicht. Bitte nicht mit diesem Force gewinnen. Bitte nicht, Meineck. Der Auto Director ist heute echt nicht mein Freund. So, Asien, der wird geflasht mit seinem Mate, sie kriegen den ersten Kill. Legit, der Slow ND, tatsächlich mit der Deagle erfolgreich. Asien verliert das Duell gegen Lapex und jetzt ist es da 4 gegen 2. Ich korrigiere, 4 gegen 1 und Sorens, der muss gegen 4 Spieler ran. Und zwar mit der M4, der kriegt einen, der kriegt 2. Sorens mit der M4 tatsächlich nochmal eine Chance. Und klar, der fängt es nochmal an zurückzugehen, aber jeder weiß, er muss es probieren. Printer geht nach vorne und das Duell verliert er. 16 zu 6. Das Game geht an die Jungs von Team Skinbaron. 2 zu 0. Zwei sehr schöne Maps.